Da Bruras versteinernde Spucke verwandelt seine Gegner zu Stein. Ah. Okay. Da soll er halt. Na, ich vergesse immer wieder auf Kost und Farbe zu gehen bei Goku. So sieht er aus wie der Anführer der Gruppe, passt schon. Er zeigt uns seine Feuerspuckkünste. Langweilig. Er zeigt uns einfach nur, wie heiß er ist. Der ist ja heiß. Herr Lustig! Oh Gott. Sehr gut. Wo will ich das sehen? Okay. Nur verflucht. Wow. Alter, was war das denn? Ich weiß nicht. Wo ist er? Da ist er. Scheiße. Oh, das war gut. Und noch eins. Das war richtig gut. Hör, wie ist er wieder voll? Voller Energie. Hacker. Und Goku, wow, Magie. It's magic. Goku, hör auf, da rumzuspasseln. Was für ein Lucky Shot du da jetzt hattest gegen Dabra. Er hat mich in Stein verwandelt, ich dumme Sau. Jetzt bin ich wieder. Behau ich den kaputten Kind. Was? Und tschüss, Kumpel. Oh, dein oh, Schild und mein Kamehameha. Das war eine üble Kombination. Aber wenigstens haben wir jetzt wieder die Genki-Anfrage. Yay! Energy! Ich drehe meine Runden. Yay! Ich bin mal gespannt, wie viele Punkte wir dann jetzt rausholen. Ja, nicht viele, wir haben nur eine halbe Genki. Give me energy. Hier ist Son Goku, nimm meine Energie! Und? Ich bin viel zu weit weg. Nein. Ja, das ist 2-4. Das ist nix, weil wir das Genki-Ding jetzt nicht aufgefüllt haben. Schade. Das war wohl nix. So kriege ich nie meine 50.000. Nicht immer in diesem Leben. Eine Trunks-Karte. Super Saiyan Son Gohan. Dämonenkönig Dabra. Objekt zur Premium-Sammlung schon wieder. Oh, Super Saiyan Son Gohan. Sehr schön. Da bin ich mal gespannt, was er für eine Power hat. Hm? Jetzt will ich aber mal erst in den Premium-Shop gucken. Wenn mal laden würde. Dass das immer so lang dauert. Ist schon ein bisschen nervig. Nervig. Ja. Was ist das denn? Kraftstab, ein Andenken an Opa, Angriffskraft für Nahkampf erhöht. Esra Nahkampf, 2000 pp. Und da Bura, deine Position ist nicht auf dem feindlichen Radar zu sehen. Oh. Hm, 6666 pp. Als ob ich da den Witz jetzt nicht sehen würde. Aha. Schon klar. So, Mission. Moment, das war das ruhige und reine Böse. Hier haben wir noch Väter und Söhne. Erfüllungsbedingungen, besiege Cell. Wir haben als Gegner Super Vegeta, Super Trunks und Cell zweite Form. Das ist Mission 30. Da würde ich sagen, machen wir die als nächstes, oder? Okay. Mhm. Ohne eine echte Chance gegen das Vater-Sohn-Duo Vegeta und Trunks zu provoziert Cell Vegeta, indem er sagt, dass Cell, sobald er seine perfekte Form angenommen hat, unbesiegbar ist. Ja, besiege Cell ist die Erfüllungsbedingung. Okay. Besiege Cell. Mhm. Ist eine gute Bedingung. Da ist sie. Nein, jetzt will ich mal hier. So. Jetzt habe ich aber C18 vergessen anzupassen mit der Farbe. Oh Mann, irgendeiner muss doch immer aus der Reihe tanzen. Ja, eben. Halten sich alle nicht an den Dresscode heute. Das ist Etikette. Ja. Oh Mann. Gut. Ich
Musik gefällt mir. Wenigstens sind wir jetzt die Man in Black. Without Woman. Here comes Man in Black. So you think you can beat me in your perfect form? That's right. I bet you're dying to take me on. You know the mind of a Saiyan well. Father, he can't be. They're over there. What? Er hat sich selbst gefunden. Stay out of my way. Father, you're making a mistake. Ich würde sagen, wir gehen aufs Hell drauf. Das macht Sinn. Wow. Alter! Hör auf, ich würde ja lieber auf Cell drauf gehen. Ja, der geht gerade nur gerne auf mich drauf und schleudert mich durch die Gegend. So. Ja. Cell hat nicht zu lachen, der hat ja schon fast verloren. Und komm, kriegen wir die maximale hin, oder? Nein, irgendeiner hat nicht mitgemacht. Ja, macht nicht mit. Mann, C18. Über diese Weiber. Schäm dich. Ich nehme keine Verantwortung für das, was jetzt in den Kommentaren stehen wird. Ich bin's gewohnt. Mich hassen sowieso schon alle. Au! Bei Dragon Ball Spielen zumindest werde ich eh mal gehasst, von daher. Wow. Sehr schön. Okay. Und die Anzeige haben wir wieder nicht voll gekriegt. Das wird wahrscheinlich jetzt sogar noch weniger als vorher. Als gerade. Oh Gott, wie weit bin ich denn weg, bitteschön, davon? Ich stehe. Okay. Kann mir ja mehr. Oh, ich da gar nicht durchschießen. Ja, Rüdiger, das war. Toll. Das war heldenhaft von dir, Rüdiger. Ja, ich weiß nicht, wieso ich das gemacht habe. Das sah aber auch noch so interessant aus. Oh, ich habe eine 45er Dingenskarte bekommen. Super Trunks freigespielt. Cell, zweite Form. Oh, schön. Und noch ein Objekt zur Premium-Sammlung. Was ist denn heute los? Sehr schön. Heute sind sie spendabel. Mhm. Spandibel. Spandibel. So, was wählen wir denn Schönes aus? Jetzt will ich mir erstmal das Premium-Objekt ansehen und dann mal gucken, was Super Gohan drauf hat. Wo ist denn da? Kraftentwicklung, Nahkampf und Ki-Explosion verbessern sich über die Zeit. K.O. setzt Effekt der Karte zurück. Nee, das kann man vergessen. Da ist er. Er ist ein Unterstützungstyp. Okay. Was für Missionen haben wir denn als nächstes? Moment. Ich sag's dir gleich. Mhm. War ja nur gerade noch bei der Anpassung von C18, weil ich habe bessere Karten bekommen, das. Apropos, wo du es gerade sagst. Sollte ich hier eventuell doch auch mal hier diese 45er? Sonst hier noch? Nein. Hier nicht. Nö, ist alles so wie es sein. Oh, ich habe hier eine 45er, okay. Bestätigen. Somit ist alles bestätigt. Jetzt hast du aber eine interessante Powerzahl, Rüdiger. 13-13. 13-13, ja. Sehr schön. Okay, Mission 31. Oder was? Nee. So. Siehst du doch, wenn du auf Missionsbeschreibung gehst, ob da unten irgendwo ein Strich ist bei. Ja, also Kämpfer bei Son Goku in der Cell-Spiel-Arena. Ja, das muss die sein. Wähle mal aus, dann gehe ich mal kurz in die. Der Missionsrangstrich haben wir noch nicht gemacht. Die Cell-Spiele stehen bevor. Son Goku, der mit seinem Sohn gekommen ist, tritt in den Ring und startet den Kampf. Die größten Kämpfer auf Erden und der Cyborg prallen mit voller Wucht aufeinander. Sehr schön. Oh. Was heißt oh? Ich glaube, bei dieser Mission hatte ich echte Probleme.
Würdest du gerade schon Musik sagen? Oh oh. Wenn das die Mission ist, an die ich denke. Welche denkst du denn gerade? Dass wir gegen den Super Saiyan 2 Gohan kämpfen. Oh. Hm. Der ist der geheime Fragezeichen-Gegner? Oh Gott. Dann könnt ihr das ja jetzt machen. Bei der Mission hatte ich schon Probleme gehabt. Ach, wir sind die Men. Three Men and One Woman in Black, also. Okay, I'll start things off. Gohan, I want you to stand back and watch. Yes, okay, Dad. Er ist auch noch du, Rüdiger. Oh Mann. So, ich würde vorschlagen, Genki laden wir als erstes auf. Also schön Kettenangriffe. Aha. Auf Son Gohan kannst du nicht gehen. Ich ja. Geht halt nur so rum. Ah, das ist ja interessant. Bei mir hat er sich gerade automatisch auf Son Gohan. Na, komm. Und weg mit dir! Na, ja, du nicht dahin! Und? Boah, hör auf, das andauernd zu sagen, ey. Das. Ja, du sollst nicht auf Gohan wechseln. Ja, für mich geht er gar nicht mehr weg von Gohan, was soll denn das? Ja, dann wechsel auf Goku! Und das. Ja, mit dem. Versuche ich, aber er visiert nur. Er visiert die ganze Zeit nur. Ja, Gohan mit dem an. Rechten Stick kannst du hin und her wechseln. Ah, stimmt. So war das. Was? Na, Genki-Anfrage haben wir auf jeden Fall voll. Ich würde vorschlagen, wir machen erst Vegeta und Trunks fertig und T16 dann. Mhm. Ich gehe auf Trunks erst. Okay, Trunks sieht böse aus mit dem Schaden. Und? Na, Vegeta hat auch schon sehr viel genommen. Also wenn wir erst die 16 besiegen würden, dann würde ich so Gohan schon verwandeln. Warum hätte C16 jetzt nicht angegriffen, dann hätte ich Vegeta platt gemacht. Ja, C16 nicht platt hauen, ansonsten verwandelt sich Gohan wahrscheinlich. Ah, wer macht denn das C16 platt? Ja, Rüdiger macht das. Wollte ich nicht, der war auf einmal direkt. Ja, dann weg vor ihm. Von ihm. Trunks ist fast down. Er ist genau in meine Ki-Attacke rein. So, Trunks ist schon mal down. Warte, die 16 ist doch nicht tot? Nö, er hat noch ein bisschen. Nee, stimmt, da würde der was sagen, klar. toll. Die 16, lass mich in Ruhe, sonst muss ich mich wehren. Alter, Vegeta! Jetzt stirbt er endlich! So! So, jetzt! Und zack! Gohan fliegt! Hast du ihn gerade mit deinem Nacken weggehauen? Ich hab keine Ahnung! Boah! Wieso? Toll, Rüdiger. Ich hab auf. Alle waren weg. Gohan war der Einzige, der noch am Leben war. Aber ich war's nicht, der C16 getötet hat. Ich hab laut der Cutscene schon. Es war dein Fuß. Aber ich hab so auf so einen Gohan eingeprügelt in dem Moment. Das kann nicht sein. Ja, wahrscheinlich ich hab C16 den Rest gegeben, aber. Die Cutscene hat wahrscheinlich nur gewartet, bis Gohan Ruhe hatte. Verdammter Mist! Ich liege neben C18 und... Wow! Oh, fuck, jetzt hat er mich... Okay, der Typ ist extrem böse. Der verliert ja gar keine Energie. Weil er sich verteidigt. Autsch. Au. Und zack, jetzt
Erstmal Kette in Ruhe. Und? Sehr gut. Und sehr schön. Hm, wieder doch leichter als gedacht. Oh fuck, ich bin weg. Vorsicht. Ich bin leider auch... Sehr gut. Bin auch gleich dran. Oh, war ja. Und? Ah, schade. Ganz Aua. Knapp. Immer um die Kleinen. Und das überlegt ja jetzt niemand. Noch ein Kettenangriff und... Und tschüss. Na, schade. Was? Das hatte leider nicht mehr gereicht. Jetzt aber. Oh. Also oh. Du hast uns ja gerade Angst gemacht mit, dass es der Kampf ist schwer. Ja, okay, meine Charaktere waren auch nicht so stark, also. Ja, leicht war der nicht, also. Ich fand den schon easy. So, jetzt also, aber. Naja, ich hab Leute, gib die Genki! Ich habe auch immer C16 als erstes Platz gemacht, kein Wunder. War ja noch Vegeta und Trunks da und dann, ja. Boah. Boah. Voll getroffen. Yes. Erfolg vollgeschlagen. Jetzt habe ich alle volle Kräfte. Was ist das denn? Ein Erfolg. Super. Bringt dir viel, ich weiß. Perfekt Zell, jetzt, wow. Ja, extra, wir sind gleich 45. Extra Ära 48 freigeschaltet. Extra Ära 49. Extra Ära 48. Und wieder ein Premium-Sammlung. Und würde ich sagen, machen wir die doch gleich mal. 48 und 49. Nö. Na, okay, machen wir nicht. 48? Was ist das? Nein, großer Getty-Stern. Oh, das ist mit Metal cooler, oder? Mhm. Oh Gott. So, Raketenschlag. Raketenfaust von Cyborg Nummer 16, Angriffskraft für Key-Explosion erhöht. Na. Sollen wir die echt machen? Ja, würde ich sagen. Müssen wir so oder so irgendwann. Okay. So, wie viel Power hat denn Perfect Cell? Vielleicht kannst du Perfect Cell ja eher nutzen als... Dings. Perfect Cell hat keinen Neuversuch. Ach, okay, dann nicht. Dann lass es. Dann bleib bei dem Cell, Rüdiger. Mhm. So, zack. Ich bleib bei Gotenks. C18 ist ausgerüstet. Jo. Aber hat Roshi in einem Tipp nicht gesagt, dass Metal Cooler in der Lage ist, sich seine Teile wieder zu regenerieren?